Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Mein Name ist BassiMC und ich stelle euch diesmal etwas Besonderes vor. Und zwar ist das die Everybody's Gone to the Rapture Special Edition, Limited Edition, was auch immer. Es gibt davon nur 500 Kopien, die individuell nummeriert sind auf weißer Platte. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir schauen mal rein, was Jessica Ferry komponiert hat. Und ja, gespielt habe ich selber nicht. Ich habe mir nur das Let's Play von Jenny angeguckt. Ja, wenn ihr das auch noch nicht getan habt, solltet ihr das tun. Das Spiel ist schon recht interessant gemacht. Und ja, es ist eine Art Adventure, in dem man einen verlassenen Dorf, Stadt, was auch immer, halt durch die Gegend zieht. Ja, es gibt vier Seiten, zwei Platten. Und ja, ich würde einfach mal sagen, klappen wir auf. Genau, das sehr typische, die Lichterscheinungen, die Anomalien im Spiel. Übrigens, ich habe die Nummer 53, steht hier unten, von 500. Okay, dann holen wir doch erstmal die erste Platte raus. Nicht ganz hundertprozentig weiß, da ist auf jeden Fall leichte graue Schleier mit drin. Ja, vielleicht macht es den dadurch noch etwas wertvoller. Und hören wir doch mal rein. Das hier ist die erste Einlage. Wahrhaftiger Traum. Ja, skippen wir mal ein paar Tracks, die man jetzt weiß nicht eindeutig erkennen kann. Im Weiß.
So. Und hier kommt Seite 3 und 4. Ja, die hat weniger graue Flecken. Ja, ich würde mal sagen, das ist schon sehr atmosphärisch. Und das war es dann auch schon mit dem Unboxing von Everybody's Gone Through the Rapture von Jessica Curry. Ich muss sagen, ich bin gespannt, wie sich das im Ganzen anhören lässt. Da es ja schon sehr atmosphärisch ist, dass man sich einfach zurücklehnen kann und entspannen kann. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.